Ich bin die Maria Weichselbaumer und ich komme aus St. Kastel. Das ist in der Nähe von Ingolstadt, also in der Gemeinde Reichertshofen genauer gesagt. Ich habe mein Schreinerhandwerk bei meinem Papa gelernt, in der Schreinerei. Die haben wir gleich bei uns daheim. Und ja, da habe ich auch das Gesellenstück gebaut. Ich nenne mein Gesellenstück eine Sitzanrichte, wobei es bei mir daheim als Garderobensitzbank momentan dient, wo man Kleinutensilien, zum Beispiel in den Schubkasten reinkommen oder in die Klappe, kommen etwas größere Sachen. Ich habe mir gedacht, ich möchte was bauen, das wo kein anderer so wirklich baut, was ein bisschen einzigartig ist. Das Holz da vorne und auch was ich im Gestell hergenommen habe, ist Apfelbaum. Sogar ein heimischer Apfelbaum aus dem Nachbardorf, der wo jahrelang bei uns quasi rumgelegen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mal einen Hocker draus gebaut und habe mir gedacht, ja, das Holz, das gefällt mir, das, aus dem wo ich mir Gesellenstücke bauen. Und den Stoff, den habe ich mir dann halt auch rausgesucht und passend dazu zu dem Stoff dann halt auch die Lackfarbe. Aber ich wollte in dem Grundton bleiben. Also fangen wir mal mit dem Schubkasten an, den habe ich selber gezinkt. Schwalbenschwanzzinkung. Habe dann innen drin einen Schubboden, auch in Apfelbaum, der ist funiert. Also die massiven Teile in dem ganzen Stück sind alle geölt, währenddessen das andere matt lackiert ist. Also die größte Herausforderung, glaube ich, sieht man auch schon ein bisschen, ist die Rundung. Sagen wir mal so, das U da, das ist aus einem Teil, das habe ich auf die untere Platte dann draufgeklemmt. Aber das ist aus Biegesperrholz, das wo ich in eine Schablone, also in eine Positiv- und Negativ-Schablone quasi reingepresst habe. Das sind 7 Schichten vom Biegesperrholz. Und das sind dann 3 Tage lang, habe ich das da drin pressen lassen und geschaut, ja, hoffentlich verzirkt sich da nichts. Ich habe es zwar davor schon mal ausprobiert, ob man die Rundung überhaupt hinkriegt, so einen engen Radius. Aber das, sage ich jetzt mal, war eine von den größten Herausforderungen bei dem ganzen Stück.